Hallo alle zusammen, ich bin Frederik Steinmetz und das hier ist jetzt mein erstes deutsches Blender-Tutorial. Und zwar werde ich das Setup nehmen, das ich im letzten Tutorial vorgestellt habe und jetzt in Cycles übertragen. Das heißt also, im letzten Mal habe ich gezeigt, wie ich die Textur für die Mantis erstellt habe, so ein bisschen erklärt, wie ich das Ding modelliert habe. Und vor allem, wie ich die Masken gezeichnet habe, die dann Cycles erzählen werden, an welcher Stelle welches Material prominent ist bzw. zum Tragen kommt. Und das hier ist im Moment das Ergebnis, mit dem ich am zufriedensten bin, sozusagen. Es sieht noch nicht realistisch aus und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht geschafft, das tatsächlich realistisch hinzukriegen. Ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass es eben bei den Unbiased Rendering unglaublich viele Presets gibt, vor allem bei LUTs, bei Cycles kommen die natürlich auch. Diese Presets sind aber alle für Glas, milchiges Glas oder Metalle mit spiegelnden Oberflächen und so weiter geeignet. Jetzt ein tatsächliches Insektenmaterial, was ja auch sehr komplex ist, sprich die Oberfläche ist ganz leicht spiegelnd, also mit Spiegeln meine ich eigentlich mehr Specularity, also man wird hier keine Reflexion in der Blütenmantis finden, aber trotzdem, wenn man es von bestimmten Stellen anleuchtet, wird man sozusagen Specks erkennen können. Und trotzdem ist sie sehr durchscheinend. Und das ist einfach ein sehr, sehr komplexes Material, das, glaube ich, einfach so noch nicht in Angriff genommen wurde von den Programmierern von diesen Unbiased Rendering. Wäre natürlich genial. Aber in der Zwischenzeit werde ich alles tun, um diese Materialien zu faken. Ihr habt vielleicht das andere Cycles-Tutorial gesehen, in dem ich die Spinne gemacht habe. Die war ein bisschen leichter, weil ihre Beine wirklich komplett durchscheinend waren und ihr Körper diesen leicht samtigen, dieses leicht samtigen Eigenschaften hat. Das hat die Gottesanbeterin hier nicht und sie hat auch keine Beine, die perfekt durchscheinend sind, sondern es ist mehr so ein Übergang zwischen milchig, durchscheinend und bisschen glänzend und nicht so durchscheinend im Körper. Also dieses samtartige Material hier ist eigentlich verkehrt, sieht aber ganz gut aus, finde ich. Deswegen werde ich euch erklären, wie ich das hier gemacht habe. Okay, erstmal ein klein bisschen Theorie. Und zwar habe ich hier Suzanne genommen und werde Suzanne jetzt mal ein paar Materialien geben. Also Material Nodes benutzen, so ähnlich wie sie dann in Cycles auch gebraucht werden. Jetzt gehe ich erstmal auf Material und gebe ihr ein paar Materialien. Das erste nenne ich Nodes. Das zweite ist einfach ein Material, ja, das ist egal, wie es aussieht. Das dritte wird ein Subsurface Scattering Material und das vierte wird die Maske. Das heißt also, ich habe drei Materialien, die ich bei einem vierten zusammenmixen werde. Sage ich einfach mal Use Nodes, selber wie diesen Haken anklicken und man kriegt den Standard Material Input, Material Output. Okay. Jetzt das Subsurface Scattering Material wird einfach nur, werde gleich sehen, warum ich das benutzt habe, nämlich Apple als Preset. Und dieses Material Maske muss shadeless sein und perfekt weiß. Und dann kommt da eine Textur drauf, und zwar eine Blend-Textur, die ich zu. Sorry, die ich zu shadeless mache. Sorry, natürlich nicht shadeless, ich wurde gerade abgelenkt, sondern spheric. Hier haben wir es, okay. Als Input nehme ich mal Window, dadurch ist es ein bisschen besser zu sehen und die Color Ramp verändere ich, damit dieser Übergang nicht ganz so zart ist, sondern ein bisschen härter. Okay, das sollte es tun. Ich kann das auch einfach auf Konstant schalten, habe ich damit keine Probleme. Okay. Jetzt dieses Material, ja natürlich, das hier sollte natürlich weiß sein, sonst haben wir schwarz, sonst haben wir weiß auf weiß. Das ist unpraktisch. Okay, jetzt sehen wir, Window bedeutet einfach nur, dass der schwarze Fleck auf unser, der runde schwarze Fleck auf diesen Kameraausschnitt angepasst wird. So als ob man einen quadratischen Fleck genommen hätte und den dann flach presst und dann auf den Affen projiziert. Wenn das keinen Sinn macht für euch, das ist nicht wirklich wichtig, war einfach nur eine Beobachtung. Okay, wir haben drei Materialien, die wir mischen wollen, deswegen drücke ich mal Shift D dreimal und mache meine Screencast Keys an, das heißt, was ich an Maus und so weiter mache, wer sieht hier unten.
Und hier nehme ich das erste Material. Hier nehme ich das Subsurface Scattering Material und hier nehme ich die Maske. Okay, die will ich jetzt zusammenmischen und dazu nehme ich eine Color Mix. So, wenn ich die beiden jetzt so zusammenmische, dann kriege ich natürlich einen 50-50 Mix aus den beiden Materialien. Sieht man auch hier. Ist natürlich nichts Aufregendes und auch nichts, was ich vorhatte. Deswegen habe ich dieses Maskenmaterial hier gemacht und ziehe das theoretisch in den Faktor rein. Aber ich hatte beim anderen Tutorial ein bisschen Probleme mit Farbe in Schwarz-Weiß. Das heißt also, gelb ist immer Farbkanal, grau ist ein Schwarz-Weiß-Kanal. Das heißt, ich werde den, um sicher zu gehen, dass es keine Probleme gibt, werde ich den durch eine Color Ramp in einen Schwarz-Weiß-Kanal umwandeln. Ich weiß, dass auch der Output hier von der Color Ramp farbig ist, aber aus irgendeinem Grund hatte ich damit weniger oder beziehungsweise gar keine Probleme, solange ich die Color Ramp benutzte. Solange man die auf den normalen Einstellungen lässt, macht die auch nichts anderes, als das Bild schwarz-weiß zu machen. Und wenn man es flippt, kann man es noch invertieren. Sieht man hier in der Vorschau. So hätte ich das gerne. Da, wo die Maske schwarz ist, möchte ich Subsurface Scattering haben. Ist natürlich derselbe Effekt, als würde ich die beiden hier umdrehen. Okay, alles, ja, ich wollte natürlich nicht sehr viel auf die Blender Nodes eingehen. Das einzig Wichtige ist, man sieht, im Rendering wird der Affenkopf zuerst für Subsurface Scattering vorbereitet. Und dann erst. Ah ja, der Fleck ist nur sehr groß. Okay. Und dann erst werden die Materialien gemischt. Das bedeutet, dass der gesamte Affenkopf so oft gerendert werden muss, wie das Ding Materialien hat. Das heißt also, obwohl das Material nur hier ist, vielleicht machen wir das nochmal ein bisschen kleiner, damit man es besser sieht. So, ihr seht also, der ganze Affenkopf wird Subsurface Scattering vorbereitet. Und obwohl das Material nur hier auf der Backe quasi ist, muss trotzdem der gesamte Kopf dreimal gerendert werden. Einmal für das Material, einmal für Subsurface Scattering und einmal für das Maskenmaterial. Das heißt also, wenn wir mehrere Materialien als Input verwenden in Blender Internal, dann muss unser Objekt auch mehrmals gerendert werden. Das ist in Cycles glücklicherweise nicht der Fall. Okay, deswegen schließe ich das mal und öffne meine Praying Mantis, sprich meine Gottesanbeterin. Okay, die Gottesanbeterin hat jetzt ein recht komplexes Material, das ich aber einfach nochmal machen werde. Ich mag es nicht so gerne, wenn einfach über die Nodes gesprochen wird, da kommen Sachen zu kurz, deswegen erstelle ich das ganze Material nochmal. Vielleicht fällt mir sogar was Besseres ein. Zuerst mal fällt euch vielleicht auf, dass man hier im Bild nur die Mantis sieht und nichts anderes, während man hier im Bild in der Kameraansicht die beiden Meshlights sieht. Okay, ich mache wieder die Screencast Tools an. Okay, wunderbar. Das heißt also, der Trick dabei ist, das gibt es auch bestimmt schon in anderen Tutorials gesehen, man kann die Sichtbarkeit für das Raytracing hier in den Objekteinstellungen ändern. Das heißt also, diese Dinger werden gesehen zwar von Transmission, also durch ein Glas würde man sie sehen, beziehungsweise sie werfen Kaustik durch Glas oder ähnliches Material. Sie werden als Diffuse gesehen und sie werden gespiegelt. Allerdings werfen sie keine Schatten und werden nicht von der Kamera gesehen. Und dieses Dif als Diffuse gesehen, aber nicht von der Kamera, das ist, die Dinger emittieren ja Licht und das Licht ist diffuse. Heißt also, wenn ich das auch noch ausmachen würde, dann würden sie, habe ich nicht ausprobiert, aber dann würden sie höchstwahrscheinlich gar nicht keinen Einfluss mehr auf die Szene haben. Okay. Jetzt gehe ich doch einfach mal hin und gebe meiner Mantis ein neues Material. Und vielleicht sollte ich sogar noch einen kleinen Test machen. Und zwar ist es so, ich habe das in einem anderen Tutorial, war es nicht so, aber bei mir war es so. Und da ich gerade rumstammel, zeige ich euch einfach, was ich vorhatte. Ich mache mal einfach zwei. Ja, okay. R90, die müssen auch nicht so groß sein. Hauptsache, wir sehen sie. So. Okay. Ein Diffuse Material ist ja eigentlich nichts anderes als ein Rough Material mit einer, als ein Glossy Material mit einer Roughness von 1.
Das heißt also, ich werde denen mal ein Diffuse Material geben und so ein bisschen gelb, und damit er dieselbe Farbe hat, der andere, kopiere ich die Farbe. Steuerung C über dem Feld, dann Steuerung V über dem Feld, fügt die Farbe wieder ein. Es gilt für alle Werte in Blender, ist ein nützlicher Tipp. Dem gebe ich Glossy und mache die Roughness komplett auf 1. Und dann, damit es schnell geht, mache ich hier noch ein Sonnenlicht. Lamp, Sun. Sonnenlicht ist kein echtes Sonnenlicht, es strahlt keine parallelen Strahlen aus, sondern es wirkt eher wie ein Punktlicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es funktioniert, aber es funktioniert, es geht schnell, deswegen nehme ich das jetzt. Okay. Rendert und ja, zwischen den beiden Objekten sollte jetzt eigentlich kein Unterschied sein. Und es ist auch nur ein schwacher Unterschied, zugegebenermaßen, war dieser Unterschied bei anderen Tests wesentlich stärker zu sehen. Vielleicht liegt es daran, dass meine Textur teilweise weiße Stellen aufweist. Aber in den anderen Tests war es wirklich so, dass das Diffuse Material wesentlich heller war als jedes andere. Sogar das Glossy Material mit einer Roughness von 9. 1 meine ich. Okay, dann, also hier ist der Unterschied, es ist nicht so dramatisch, das ist gut. Aber wenn ich das jetzt auf Translucent ändere, dann sieht man, Translucent sehe ich so gut wie gar nicht mehr. Das heißt also, das Translucent Material ist tatsächlich wesentlich dunkler als das Diffuse Material. Und da müssen wir irgendwie einen Weg drumherum finden, um das auszugleichen. Okay. Stellen wir wieder den Renderer aus, weil das hier ist eine sehr, sehr viel stabilere Version von Cycles als die, die ich benutzt habe. Als ich die Mantis ausprobiert habe, aber trotzdem, man muss es ja nicht provozieren. Deswegen, bevor ich größere Sachen mache, wie Control-Links-File oder Hide und Unhide, hat es früher sehr oft abstützen lassen, schalte ich kurz einen Renderer aus und gut ist. Okay, machen wir hieraus mal ein Translucent Material und schauen, was das Licht hier ist. Das Licht ist nämlich eins von meinen Schimmellichtern, wie ich sie genannt habe, in dem anderen Cycles Material Tutorial. Und zwar kann man, wenn man Shift A eingibt und einen Light Path wählt, dann kriegt man diese Tabelle hier. Und in dieser Tabelle kann man auswählen, was dieses Licht überhaupt tut. Es kann zum Beispiel ein Camera Ray sein. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, was das tut, leider. Ich glaube. Ah, nee. Ich stelle lieber keine Vermutung an. Auf jeden Fall gibt es hier noch einen Is Shadow Ray. Das bedeutet, das ist also dasselbe wie die Blender-Option, nur Schatten. Diffuse Ray bedeutet, es macht nichts als diffuses Licht. Glossy Ray heißt, es beeinflusst das spiegelnde Licht. Bla bla bla. Wichtig ist für mich Transmission Ray. Das bedeutet, nur Licht, das durch ein Material durchgeht, wird überhaupt von diesem Licht erzeugt. Oder beziehungsweise nur das Licht wird sichtbar. Der Trick dann ist es, in die Stärke den einzufügen. Und da das Ding von alleine eine Stärke von 1 hat, ist es nicht sehr dominant. Und deswegen habe ich hier eine Multiply-Node eingefügt und das Ding mal 21 genommen. Deswegen verstecke ich jetzt das einfach mal und gehe auf Rendered. Das dauert jetzt kurz. Initialisierung. Okay, hier haben wir meine Gottesanbeterin. Und wenn ich das Licht hier hochdrehe, sehen wir, dass das Licht, das von hinten kommt, geht durch sie durch. Jetzt mal Alt H drücke. Dann habe ich das Diffuse-Licht hier auch. Das macht gerade sehr wenig aus, muss ich sagen. Machen wir es mal auf 10 runter und drehen diesen Wert wirklich hoch. Und man müsste jetzt sehen, dass bei dieser Gottesanbeterin die dünneren Teile wesentlich heller sind als die dickeren. Hier ist das schon mal der Fall. Beim Fuß ist es nicht der Fall. Aber das wird sich alles noch verbessern, wenn ich erstmal die Materialien bzw. die Texturen angelegt habe. Okay, das hier ist also einfach nur ein Schummellicht, das die durchscheinenden Teile der Gottesanbeterin heller machen soll als die diffusen Teile. Gut, lassen wir es einfach mal so und wir befassen uns mit dem Material. In der alten Version ist Cycles immer abgestürzt, wenn man in den Nodes hier auf Plus gedrückt hat, auf neue Textur.
hier. Deswegen habe ich die mir einfach angewöhnt, die Texturen über das Node-Material zu verwenden. Das hier soll eine Image-Texture sein. Das finde ich sehr gut, dass die oben ist, weil man die am häufigsten braucht, finde ich. Und jetzt natürlich ist mein Objekt schwarz geworden, weil hier ein schwarzer Input ist, keine Textur. In Cycles kann man die Materialien halb hierüber steuern, halb hierüber steuern. Es gibt Sachen, die man hier nicht machen kann, aber hier und andersrum. Am einfachsten jetzt, über die Textur zu steuern, ist, wenn ich hier als Input-Coordinate UV nehme, dann macht er mir nämlich automatisch diese Texture-Coordinate UV und verbindet das mit dem Vektor. Das hätte ich sonst per Hand machen müssen. Input, Texture-Coordinate und dann UV verbinden. Okay, dann sollte ich vermutlich noch eine Textur auswählen. Und ich hatte ein sehr komisches Problem, als ich diese Mantis Painted in GIMP bearbeitet habe und dann wieder gespeichert habe, war die Textur nicht mehr zu sehen. In der Vorschau, in der Blender-Vorschau, überall funktioniert es, aber nicht da. Hat mich eine Menge Zeit gekostet. Deswegen erwähne ich das hier. Und als Tipp einfach. Das war die falsche. Als Tipp, wenn ihr ewig Probleme mit irgendeiner Maske habt oder mit irgendeiner, wie soll man sagen, Textur habt, die ihr nicht seht, ist es eine gute Idee, die mal in einem anderen Format zu speichern, wie zum Beispiel TIFF. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier rumzusuchen, deswegen wähle ich die Textur neu aus. Painted 2 habe ich es genannt. Ja, genau, das ist das Ding, was er nicht konnte. Und dann gibt es hier noch Painted TIFF, das kann er. Ja, da haben wir sie doch. Okay, ihr seht, die Mantis ist etwas durchscheinend, schon mal ein guter Start auf jeden Fall, aber noch längst nicht genug. Jetzt ist es so, dass, wie gesagt, dieses Material ist extrem dunkel. Und wenn ich das jetzt mit irgendeinem diffusen oder glossy Material mixen würde, dann wären die Stellen, die eigentlich heller sein sollten, weil das Licht durchscheint, sehr viel dunkler, weil das Translucent Material so dunkel ist. Aber in Cycles kann man schummeln, was ich natürlich wieder genial finde. Das geht in Lux nämlich nicht. Man kann die Materialien, beziehungsweise geht in Lux, aber ich habe noch nicht viel damit rumgespielt, sollte ich der Fairness halber sagen. Okay, man kann also die Materialien non-energy conserving machen. Was bedeutet, dass man, dass die Materialien heller sind, als sie eigentlich sein sollten, von dem Licht, das drauf fällt. Das ist ungefähr dasselbe, als würde ich hier diesen Slider hier hochdrehen. Dadurch wird das Material ja heller, weil es mehr Licht aus den Lampen abkriegt. Und genau diesen Effekt kann man in Cycles glücklicherweise auch simulieren. Und die einfachste Art und Weise, die ich bis jetzt herausgefunden habe, ist Shift-A, dann ein Shader, Add Shader. Und dieser Add Shader ist ganz ähnlich wie die Node Add. Wenn ich die Blender Mix Node auf Add stelle oder in Photoshop oder GIMP den Layer Blend oder Layer Transfer Mode auf Add. Das heißt also, ich kann dieses Material zu sich selbst dazu addieren. Jetzt sehen wir, ist die Mantis schon wesentlich heller. Das ist also eine einfache Methode, einzelne Objekte zu erhellen. Gut, allerdings will ich, dass der Kopf und auch der Körper nicht so durchscheinend sind wie der Rest der Mantis. Und dazu nehme ich einen neuen Shader und ich nehme einen Glossy Shader, einfach mal zum Testen, und stelle die Roughness sehr hoch. Weil die Gottesanbeterin hat tatsächlich ein bisschen widerspiegelndes Material. Dann nehmen wir eine Mix Shader. Und wie sind die Nodes immer sehr weit unten, wenn man die einfügt? Nicht ganz sicher warum. Und mixen die beiden zusammen. Im Moment haben wir nichts anderes als einen 50-50-Mix aus den beiden Materialien, was das Ganze ein bisschen stumpf aussehen lässt. Könnt ihr natürlich höher stellen. Allerdings wird das jetzt dunkler. Der Grund dafür ist, dieses Material wird immer spiegelnder und es spiegelt das Schwarze, was drumherum ist. Also mache ich die wieder hoch auf 0,9. Ich sehe hier das verdächtige Ladezeichen. Okay, ich gehe noch mal kurz rüber in das alte Blender, weil die Texture Nodes in Cycles irgendwie verrückt, nicht die Nodes, sondern die UV Mapping in Cycles spielt irgendwie völlig verrückt. Ich krieg da
nichts eingestellt, was bleibt. Worauf ich nämlich hinaus wollte, ist diese Maske, die ich gemalt habe. Die scheint es hier noch nicht zu geben. Komisch. Muss eine ältere Version geben, dann hole ich die mir einfach neu. Und zwar Image or Movie und in den Texturen meine. Nehmen wir mal die Spec Map. Die Spec Map ist, sind nur die Augen. Natürlich gibt es in Cycles keine Specularity. Diese Spec Map ist, habe ich nur so genannt, weil ich die unter der Bezeichnung in Blender kenne. Hier haben wir jetzt die Mantis und man sieht, ich habe einfach die Augen weiß gemalt und dann noch hier ein paar Striche da, wo ich dachte, da kommt ein bisschen Speck, ein bisschen Reflexion ganz gut. Okay, das merke ich gerade, war vorausgegriffen. Aber das macht jetzt erstmal nichts. Ja, tut mir leid, das war wirklich vorausgegriffen. Okay, also was ich jetzt gerne machen würde, ist erstmal dieses Licht hier wieder ein bisschen stärker. Das ist mir nämlich echt zu schwach. Sagen wir mal sowas. Und ich möchte die Materialien eben nicht 50-50 mixen, sondern ich möchte, dass die an bestimmten Stellen dieses durchscheinende Material haben und an bestimmten Stellen das Glossy Material haben. Und dazu gibt es einen tollen Trick über diese Fresnel-Node. Fresnel war ein französischer Physiker, der eine Menge mit Reflexion und Refraktion gearbeitet hat, also Lichtbrechung. Und deswegen dachte ich, diese Node wäre vom Licht abhängig. Ist sie aber nicht. Diese Node ist wieder schön geschummelt und kann dazu verwendet werden, ein bisschen Cartoon-Look reinzubringen. Okay, ich demonstriere das mal ganz kurz. Das hier verstecke ich, damit es schneller lädt. Und jetzt, wenn man testen möchte, wenn man zwei Materialien kombiniert, ist es meistens eine gute Idee, wenn diese Materialien verschiedene Eigenschaften haben. Und ich meine sehr verschiedene Eigenschaften. Deswegen nehme ich hier mal eine Diffuse Node dazu. Shader Diffuse. Da ist sie. Und die hier mache ich rot. Und die hier mache ich grün. Und dann ersetze ich das hier temporär, damit ich genau sehe, welche Node wo ist. Okay, wenn ich das einfach so mache, sehen wir, dass die gesamte Mantis einen Mix aus Rot und Grün kriegt. Und da sind jetzt ein paar Stellen, die sind röter. Das liegt wahrscheinlich an den Eigenschaften des Glossy Materials. Wenn ich jetzt den Fresnel als Faktor eingebe, sehen wir, dass sich die grünen Bereiche hier auf die Kanten beschränken. Und in dem Fall sehe ich tatsächlich so gut wie gar nichts von dem Grünen, außer hier so eine schöne Lichtkante, das ist genau das, was ich möchte. Aber das ist mir zu wenig, deswegen Converter Math und Start Add, weil jetzt wird alles. Jetzt der Fresnel gibt eine Schwarz-Weiß-Mappe aus, die an den Kanten der Objekte heller ist als in der Mitte. Wenn ich jetzt zu dieser Schwarz-Weiß-Mappe 0,5 dazu addiere, dann werden die schwarzen Bereiche mittelgrau und die weißen Bereiche noch weißer oder die hellen Bereiche noch heller. Das will ich natürlich nicht. Ich möchte, dass die schwarzen Bereiche schwarz sind. Die schwarzen Bereiche, sie haben einen Wert von 0. 0 mal irgendwas ist weiterhin 0, was genau ist, was ich will. Im Moment teile ich durch 2, multipliziere mit 0,5, falls man in der Schule aufgepasst hat. Ich stelle es mal auf 5 und siehe da, an den Kanten, sehr schön und zart, kommt unser Glossy Material zum Tragen. So, ich mache mal hiervon einen Screenshot und lade den in Photoshop. Der Grund dafür ist, dass man in Photoshop wesentlich besser also vergleichen kann, weil man das Bild von einer Sekunde auf die andere hat. Und wenn dieser Fresnel jetzt tatsächlich von der Lichtquelle abhängig wäre, dann müsste. Ach ja, ich habe vergessen. Man kann es wesentlich besser erkennen, wenn ich hier ein bisschen Umgebungslicht dazu mache. Dann ist also hier die Gottesanbeterin. Ich warte nochmal ganz kurz, bis die geladen hat. Okay. Druck. Und drüber legen. Okay, das hier ist jetzt, wir haben hier die Kante. Hier haben wir eine Kante, die mir nicht so gefällt, aber dagegen kann ich leider nichts machen. Die Kante gefällt mir sehr gut und das darunter ist auch okay.
Gut, jetzt verschiebe ich die Lichtquelle und rotiere die Lichtquelle auch. Das sieht erstmal ganz anders aus. Aber wenn man das im direkten Vergleich hat, sieht man, dass zwar natürlich die Beleuchtung der Gottesanbeterin sich ändert, aber nicht wo das grüne Material ist. Also die Helligkeit, ja, aber nicht die Position. Sehen wir hier ganz deutlich. Das heißt also, Beweis erbracht, der Fresnel-Shader schummelt. Das soll uns aber nicht kümmern. Wie gesagt, normalerweise bin ich ja auch für Schummeln. Und es gibt wahrscheinlich auch bald irgendeine Möglichkeit, das ohne Schummeln zu machen. Auf jeden Fall benutze ich ihn trotzdem sehr gerne. Und jetzt wollen wir mal diese Diff jetzt, wo wir sichergestellt haben, dass das grüne Material die Kante bildet, kann ich auch wieder mit meinen normalen Materialien arbeiten und auch meinem grünen Material, ups, die Textur geben. Okay, das hier, die benutzen dieselbe Textur. Und jetzt wird das Ganze doch noch mal ein bisschen freundlicher. Okay. Jetzt ist es so, dass die Augen der Gottesanbeterin durchaus ein bisschen mehr glänzen als der Rest des Körpers. Das ist der Teil, wo ich so stark vorausgegriffen habe. Jetzt benutze ich meine Matte mit den Augen. Ich hatte, wenn ihr das gesehen habt, auch eine Maske gezeichnet für den Translucent, das Translucent Material. Das heißt also, ich hatte die Beine weiß gemalt, die Fangarme weiß gemalt und so weiter, grau gemalt. Die habe ich allerdings nicht benutzt. Die benutze ich in Lachs. Aber in Cycles hat die nicht das getan, was ich wollte. Deswegen, und ich habe mit diesem Fresnel Input wesentlich bessere Ergebnisse erzielt. Deswegen habe ich beschlossen, die ganz einfach wegzulassen. Aber die Augenmappe, die funktioniert sehr gut. Also nehme ich eine neue Textur. Shift-A, Texture, Image Texture. Und Shift-A, achso, die können wir die gleiche UV benutzen. Dann will ich einen Shader, und zwar Glossy. Und dieser Glossy wird 0,8 war, glaube ich, ein guter Wert. Und kriegt die Farbe davon. Jetzt brauche ich noch einen Mix-Shader. Das heißt, zu unserem Mantis-Material, das ich hier gerade erstellt habe, mixe ich nochmal für die Augen das Glossy-Material dazu. In den Blender ist es wichtig, sich zu merken, in After Effects ist es andersrum und in Premiere in den meisten Programmen. Aber im Blender werden diese Dinger von oben nach unten ausgewertet. Das heißt also, dieses Material wird zuerst verrechnet und danach wird dieses Material verrechnet. Und wenn ich also den Faktor angebe, das war wieder falsch, die Texturen sind falsch verbunden. Das Glossy Material muss natürlich auch die Farbe von der Mantis haben. Und der Faktor hier, das ist die Schwarz-Weiß-Textur, die ich benutzen werde. Also hier wird zuerst dieses Material verarbeitet und dann dieses Material obendrauf getan. Und zwar da, wo diese Textur weiß ist, werden also die Augen erscheinen. Die Textur muss ich noch auswählen und zwar ist das meine Specmap. Okay. Damit das ein bisschen stärker zu sehen ist, mache ich die Augen mal komplett spiegelnd. Und damit das ein bisschen schneller geht, wie gesagt, es ist eine gute Idee, wenn man sich nicht sicher ist, ob alles funktioniert, wie es soll, dann nimmt man ein rotes Material oder ein knatschgrünes. Und wir sehen nämlich hier, dass es irgendwie nicht geklappt hat. Ach, der Grund ist, dass das Material immer noch mit dem Mix-Shader hier verbunden ist. Ach man, das ändern wir mal kurz. Okay, jetzt sehen wir, die Augen sind rot, dann können wir auch wieder die Textur von hier benutzen und jetzt müssten die Augen ziemlich spiegelnd sein. Ja, sogar viel zu stark. 0,8 sollte das Problem beheben. Okay, jetzt sehen wir, dass die Augen ein leichtes Glänzen haben. Hier ist auch ein leichtes Glänzen, ist aber so gut wie nicht zu sehen. Es ist sehr dezent. Okay, damit hätten wir jetzt die Materialien der Gottesanbeterin soweit besprochen. Ich mache nochmal die World Illumination runter, dann sehen wir nämlich noch wesentlich besser, was alles unser Verdienst ist. Und das hier kann ich ruhig wieder auf 120 stellen. Und Ort H macht meine Rücklichtquelle wieder sichtbar. Okay, also solange ich in irgendeinem Fenster bin, sieht man da unten die Tasten.
Okay, ich sehe gerade, das sah mit Weltbeleuchtung tatsächlich besser aus, deswegen lasse ich die mal an. Ich habe, wie ihr vielleicht im Startbild gesehen habt, zusätzlich eine, speichern wir mal lieber, zusätzlich eine Orchidee gemacht, auf der diese Blütenmantis sitzt, weil das ist so üblich. Deswegen hat er diese Farben, weil die weiß und rosa auf weiß und rosa Blüten sitzt. Okay, hier ist die Orchidee selber. Das Bild, das ihr hier seht, gleich seht, das hier hat insgesamt 10 Stunden und 46 Minuten gerendert und es ist immer noch ziemlich stark verschwommen, gepixelt. Der Grund ist mehrere. Einmal ist es, dass ich zwei Lichtquellen benutzt habe, was anscheinend bei Cycles noch nicht so gut funktioniert. Der andere Grund ist natürlich die Tiefenschärfe, Depth of Field. Das heißt, man sieht hier, die Szene ist natürlich jetzt wesentlich komplexer, sehr viel mehr Geometrie, die Blender berechnen muss, Cycles. Und natürlich mehr Caustics, die so hin und her fliegen. Das Setup von Depth of Field sollte ich vielleicht wieder einstellen. Das ist einfach. Sieht einfach besser aus. Diese Sonne lösche ich mal, nicht noch mehr Lichtquellen. Okay, die Kamera hat ein paar nette Funktionen bekommen. Und zwar, beziehungsweise waren wahrscheinlich schon vorher da. Man kann den goldenen Schnitt sich einblenden lassen. Das ist eine sehr feine Sache. Und ihr seht, ich habe den Mantiskopf so ziemlich auf den goldenen Schnitt gelegt. Und man kann sich alle möglichen Sachen anzeigen lassen. Ich mache jetzt wieder aus. Ist eine Spielerei bzw. sehr praktische Hilfe. Man kann natürlich ein Fokusobjekt benutzen, aber da sollte man ein Empty benutzen und nicht die Mantis selber, weil ansonsten sich den Mittelpunkt der Mantis benutzt und der liegt hier. Hier, dieser orangene Punkt, und wenn man darauf scharf stellen würde, das wäre nicht das Optimale. Wenn ihr ein Fokusobjekt benutzen wollt, rate ich zu einem Empty und machen wir mal Y, Z, damit wir es sehen. Ihr seht dieses weiße Fadenkreuz ist die Focal Distance. Kann ich hiermit verändern. Und die wird auch nur angezeigt, wenn man hier auf Limits klickt. Und die Größe der Aperture, die Aperture ist die Blende, bewirkt die Tiefenschärfe, also wie scharf der Hintergrund ist. Je größer die Öffnung, wie in der Fotografie, desto stärker die Unschärfe im Hintergrund. Ich stelle es mal auf Komma 2, ich glaube, das war schon ziemlich viel, wenn ich mich recht entsinne. Okay, jetzt dauert alles sehr lange. Wer eine super Grafikkarte zu Hause hat, wird sich wahrscheinlich jetzt ins Fäustchen lachen. Und die Blades, wenn die Blades auf 5 stellt, dann vielleicht kennt ihr das aus irgendwelchen Dokus, wo am Anfang das Bild extrem unscharf ist und irgendwelche spiegelnden Lichter von der Stadt, Autos oder vom Fluss sind, die dann wie Pentagone, also wie Fünfecke erscheinen. Das sind diese 5 Blades. Das ist, eigentlich sind die Kameras teurer, die mehr als 5 Blades haben, aber wir gehen ja nicht nach teurer Kamera, sondern Realismus. Deswegen lasse ich das meistens auf 5. Weil das schon ein bisschen charakteristisch ist, diese 5 Ecke, die verschwommen im Hintergrund sind. Ich glaube, in dem Bild macht es nicht so viel aus, weil wir keine sehr kleinen Lichtquellen im Hintergrund haben. Aber ich lasse trotzdem auf 5. Rotation ist, kann man diese 5 Ecke also nochmal rotieren. Und ja, die Focal Length habe ich mal hier, das ist natürlich die Millimeterzahl der Linse. Die habe ich mal auf 70 gestellt. Die meisten lassen die auf 35, aber dieses Tier hätte ich eben, wenn ich in der Natur unterwegs wäre, hätte ich das nicht mit 35 mm fotografiert. Erstens muss man da viel näher dran und zweitens ist es etwas langweiliger. Deswegen habe ich mal 70 benutzt. Und ja, ich bin irgendwie viel schneller durch als mit dem englischen Teil, das wundert mich gerade. Aber ich denke, ich habe jetzt alles erzählt. Wie ich die Blüten und so gemacht habe, habe ich ja schon im anderen Teil erwähnt. Die Blüten haben, naja, da könnte man nochmal drauf gucken. Die Blüten haben jetzt inzwischen auch ein relativ komplexes Material. Und zwar mixe ich hier ein Glossy Material mit einem Glas Material. Das war so ein bisschen eine Verzweiflungstat.
die wahrscheinlich auch sehr stark dazu beiträgt, dass diese Szene hier so viele Krisselkörner hat. Das sollte ich vielleicht sogar ändern. Die Idee war, diese Blütenblätter, die kennt man ja, die haben ein bisschen Wachsschicht drüber, das heißt, die reflektieren ein bisschen Licht, das heißt, also sie sind ein klein bisschen spiegelnd. Wenn ich jetzt ein, und sie sind auf der, zur gleichen Zeit sind die auch ein bisschen durchscheinend. Dachte ich also, wir machen die Oberfläche leicht spiegeln und mixen die mit einem durchscheinenden Material. Und da die mir zu dunkel waren, habe ich einen Add Shader benutzt und mixen den mit dem Diffuse-Kanal. Ich schalte mal die Mantis aus, aber ich glaube, dadurch sind dann auch. Ah ne, meine Lichtquelle ist noch hier. Gut. Okay, benutzen wir die Lichtquelle jetzt. Ich dachte mir also, dass ich diese leichte spiegelnde Oberfläche mit einem diffusen Material kombiniere. Wenn ich einfach nur Translucent genommen habe, sind die wieder sehr, sehr dunkel geworden und hatten auch nicht diese leicht glänzende diese leicht glänzende Schicht drauf. Und ich habe wieder den Fresnel als Faktor genommen. Vielleicht können wir damit sogar noch ein bisschen rumspielen, indem wir hier eine Convert Math Node reinhauen. Wieder nicht Add, sondern Multiply 5. Was ich vergessen habe zu erzählen, wie breit diese Kante ist, von der ich gesprochen habe, die ich jetzt wieder geschlossen habe, ist von diesem IOR-Wert bestimmt. Das heißt also, je höher dieser Wert ist, 1,4 zum Beispiel, desto breiter ist die Kante. Wenn der 1,1 ist, dann ist die Kante recht schmal. Ich erhöhe den einfach mal sehr stark und dann sieht man hier, dass wir ein ziemlich weiches Licht von der Seite haben. Das war viel zu viel. Können den auch mal umdrehen, gucken, ob das besser aussieht. Das sind jetzt einfach nur noch ein paar Spielereien, die ich noch nicht ausprobiert habe. Rote Node-Teile zeugen eigentlich von einem Loop. Das heißt also, wenn ich hier den Output hier reinstecken würde, dann hätten wir einen Loop. Allerdings werden auch manchmal ganz normale Path rot. Bin nicht sicher warum, aber rausziehen und wieder verknüpfen löst das Problem und statt rausziehen kann man natürlich auch hier das Knife-Tool nehmen, indem man Steuerung drückt und linke Maus durch irgendwas durchzieht. Lasse ich jetzt. Okay. Glossy und Glas sind beides Sachen, die Caustics brauchen, sprich Photonen durchlassen und reflektieren. Das bedeutet, sie tragen zur Körnung hier hinten bei. Das ist was, was man im Hinterkopf behalten sollte. Wenn man es irgendwie verhindern kann, dann sollte man es lassen. Hier habe ich nochmal einen Mix in der Blume. Der ist wieder ein bisschen komplexer. Allerdings werde ich ihn nur kurz durchgehen und nicht neu machen. Wie gesagt, es ging mir um die Gottesanbeterin. Ein Samtmaterial. Samtmaterial ist ein sehr schönes, sehr angenehmes Material, mit dem sich sehr schöne, weiche Sachen machen lassen. Ich hatte ursprünglich auch ein Samtmaterial in der Gottesanbeterin drin, aber das hat nicht so viel gebracht, wie ich das gehofft hätte. Gemischt mit einem durchscheinenden Material bzw. addiert. Das bedeutet, wir haben hier ein etwas helleres Samtmaterial, das da, wo es durchscheinend ist, heller ist, noch heller. Das Ganze nochmal gemixt mit der Translucent. Das heißt also, die Translucent hat dadurch, dass sie in beiden Add-Nodes vorhanden ist, doppelt so viel oder grob gesprochen doppelt so viel Einfluss auf das Material wie die Samt-Node. Das Ding hier lösche ich mal, damit man es damit es nicht verwirrt. Dann habe ich hier, das ist die Textur, die ich gemalt habe in Blender für die Blume. Da bin ich wirklich mit Pinseln hin und habe das angemalt und am Schluss noch mit einer Clouds-Textur ein bisschen Unregelmäßigkeit reingebracht. Eins beim Malen, nicht indem ich sie dahinter darüber gelegt habe. Und diese Textur benutze ich gleichzeitig auch für die Normal Maps. Apropos Normal Maps. Das Ganze mixe ich dann wieder mit einem Fresnel Shader. Also dieses Diffuse Material mixe ich zu meinem Doppeltranslucent Samtmaterial dazu. Faktor 1,07 ist wahrscheinlich recht wenig. 1,3, 1,3, mal sehen, was dann passiert. Okay. Sagen wir einfach mal, dass das jetzt funktioniert. Und ich gehe wieder auf Layer 5, denn ich habe vergessen, eine
Normal Map zu bauen. Die Normal Map selber habe ich durch Baking erstellt, das heißt, ich habe die Gottesanbeterin verdoppelt, Sculpt Tool benutzt, die Normal Map gesculptet und dann Baking Normal Map. Gibt es eine Tonne von Tutorials drüber, möchte ich jetzt nicht nochmal erklären. Aber die zu benutzenden Cycles ist relativ einfach, aber ich sage es natürlich trotzdem nochmal. Shader, beziehungsweise wir brauchen eine neue Textur. Shift A, Image Texture. Mal schauen, ob die noch hier ist. Ja, Normal Map, da ist sie. Input ist wieder UV und die Normal Map muss dann ins Displacement. Hier ist jetzt ein Input im. Oh, nein, sorry. Die muss natürlich beim Output ins Displacement rein. Okay, und jetzt müssten wir eigentlich sehen, wie diese Normal Map, die Mantis sogar schon relativ stark eindrückt. Ich muss mal kurz warten, ich pausiere mal. Man sieht es immer noch nicht so toll. Ich gehe mal zurück zu meinem über Nacht gerenderten Bild. Da sieht man meine Normal Map. Die ist im Kopf, würde ich sogar sagen, zu stark. Aber hier an der Seite gefällt die mir ganz gut. Die macht da ein bisschen Rille rein und hier habe ich einfach mal so eine Art Schlangenlinien drauf gezeichnet, weil ich in einem Foto so was Ähnliches gesehen hatte. Ist ein bisschen übertrieben. Und deswegen kann man die Normal Map auch abschwächen. Hier sieht man sie jetzt wirklich nicht gut. Wahrscheinlich müsste ich näher ran oder sowas. Aber das dauert mir jetzt zu lang zum Laden. Müsste einfach mal mein Wort für nehmen. Und das funktioniert wieder mit einer Converter Math Node. Add ist keine gute Idee. Multiplizieren das wieder, beziehungsweise wenn ihr wollt, dividiert das. Multiplizieren mal 0,5 ist dividieren durch 2. Und deswegen wird diese Image Texture, diese Normal Map jetzt die Hälfte halb so stark eindrücken wie vorher oder rausheben. Könnt ihr euch aussuchen. Okay, ich denke, wir sind mit dem durch, was ich besprechen wollte. Ich muss sagen, Tutorials auf Deutsch fühlen sich ganz anders an. Ich habe das Gefühl, dass die Wortwahl völlig verschieden ist. Ich hatte, als ich die ersten deutschen Tutorials auf Blender gesehen habe, dachte ich, das ist komisch, das würde ich auf Englisch nie so sagen. Jetzt merke ich warum. Deutsch ist eine andere Sprache. Egal, ich schweife ab. Ich hoffe, ihr habt was gelernt dabei und dieses mit Tutorial bzw. dieses Gottesanbeter Setup wird demnächst auch als Lux Render Tutorial erscheinen von mir. Und ich hoffe, ihr guckt euch auch das an. Cycles ist zwar toll, hat aber noch einige Limitationen und sobald wir mehr als eine Lichtquelle haben, dauert es sehr lange, bis das Bild nicht mehr körnig ist. Okay, also ich hoffe, euch beim LuxRender-Teil wiederzusehen oder ihr mich zu hören und bis dann, auf Wiedersehen.